Inmitten des steirischen Salzkammerguts ruht der Grundlsee, eingebettet in das Bergmassiv des Toten Gebirges. Schon seit dem 19. Jahrhundert lassen sich Gäste und Touristen von der beeindruckenden Landschaft und Tradition inspirieren. Vor allem durch das Bauerntum wurden Landschaft, Architektur und Brauchtum des Ausseerlandes maßgeblich geprägt. Sie bewirtschaften seit mindestens 2000 Jahren Wiesen und Almen und schufen somit aus wildem Gelände eine lebenswerte Region für Einheimische und Besucher. Im Grundlsee gibt es zurzeit noch 26 viehhaltende Bauern. Viele ihrer Höfe besitzen jahrhundertealte Chroniken, welche meist bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Die Traditionen wurden in den Familien von Generation zu Generation mit Stolz weitergegeben. In der heutigen Zeit ist die Landwirtschaft für die meisten Bauern nur noch ein arbeitsintensives Hobby. Für viele ist selbst der Nebenerwerb nicht mehr durchführbar. Aus Leidenschaft und Brauchtum wird eine Last. So kommt es dazu, dass täglich 8 landwirtschaftliche Betriebe in Österreich schließen müssen. Die Landwirtschaft betreibe ich seit dem 1988er Jahr, übernommen habe ich von meinen Großhüttern. Das meiste an der Landwirtschaft, was mir gefällt, ist der Umgang mit den Tieren, die Landschaftspflege und die eigenen Produkte erzeugt, wie Milch und Eier und Fleisch. Die größten Sorgen vor der Zukunft der Landwirtschaft macht mir das, da viele Leute unsere Arbeit nicht mehr schätzen, was wir Bauern alles leisten auf den Feldern und im Stall. Ich habe 2015 von meinen Eltern übernommen. Bin eigentlich sowieso da aufgewachsen und seit 2017 betreibe ich es intensiv. Ich möchte wieder ein wenig mehr Milch haben und meine Milch oft selber verarbeiten und vermarkten. Die Grundlsee Landwirte zeichnet aus, dass wir viel miteinander arbeiten, dass wir zusammenhelfen, sei es auf der Alm mit den Zein, wenn einmal wo nur ein Mann ist, ab ein Heigen. Da einfach für den anderen noch geschwind mit einem Lader, wenn er du noch wieder kommt. Also da halt man ein Geheuer zusammen. Doch während die Bauern zu kämpfen haben, bewundern die vielen Gäste die einzigartige Region des Ausseerlandes und der Tourismus blüht. Allerdings muss so eine schöne Landschaft auch gepflegt werden. Ohne die Landwirte am Grundlsee würden die Almen verwildern und die Wiesen zuwachsen. Die Erhaltung unserer Bauern ist uns sehr wichtig. Ohne sie wären wir nicht da, wo wir heute sind. Sie sind ein fundamentaler Bestandteil der Grundlsee Kultur. Deshalb haben wir uns gemeinsam entschieden, den Grundlsee Landschaftspflegefonds ins Leben zu rufen. Der Grundlsee Landschaftspflegefonds ist ein gemeinnütziger Verein. Er finanziert sich aus jährlichen Mitgliedsbeiträgen, welche zu 100% an die Bauern weitergegeben werden. Jeder viehhaltende Betrieb in Grundlsee bekommt davon ein monatliches Einkommen, damit die Landwirtschaft wieder finanziell tragbar wird und diese unverzichtbare Kultur weiter bestehen kann. Wir glauben an das Projekt und an unsere Landwirte. Helft uns, unsere Vision zum Leben zu erwecken und werdet mit einem kleinen Beitrag Teil unserer digitalen Dorfgemeinschaft.